Die Bibel sagt uns, dass Gott möchte, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und sie sagt uns, dass zum Ende des Zeitalters hin es eine große Ernte geben wird. Aus diesem Grunde erwarten viele Christen vor dem Wiederkommen des Herrn, vor der Endzeit, eine gewaltige Bewegung Gottes, eine gewaltige Erweckung über der ganzen Erde, ein einzigartiges Eingreifen des Herrn, eine richtige Welle. Und ich habe darüber einige Prophetien zusammengetragen in der Broschüre Ein geistlicher Tsunami. Aber immer wieder fragen mich Menschen, wie kann ich mir das vorstellen? Wie habe ich das für mich persönlich zu verstehen? Wie soll das funktionieren? Und ich möchte dir einfach nur ein kleines Bild mal malen, wie das vielleicht sein könnte und wie du damit verlinkt bist. Stell dir vor, du sitzt eines Morgens an deinem Frühstückstisch. Das Wetter ist schön, du freust dich, denkst an gar nichts. Auf einmal klingelt es an deiner Haustür. Du gehst hin und deine Nachbarin steht da, mit der du vielleicht seit längerem schon gar nicht mehr gesprochen hast. Und sie sagt, du hör mal, du bist doch Christ, du gehst doch da in die Gemeinde. Und sagst du, ja schon, kann ich dir irgendwie helfen? Und sie sagt, ja, ich habe da mal ein paar Fragen. Und du lädst sie ein zu dir an deinen Tisch und du merkst, dass sie auf einmal einen Hunger und eine Begierde nach Gott hat. Einen Haufen Fragen und du beantwortest die und merkst, dass der Herr Gnade gibt und dir Weisheit schenkst und du liest mit ihr ein paar Passagen in der Bibel und erklärst ihr die Glaubensgrundlagen und sie bekehrt sich. Wunderbar, sie freut sich, du freust dich und irgendwann im Nachmittag geht sie dann nach Hause. Am nächsten Morgen sitzt du an deinem Frühstückstisch. Auf einmal klingelt's. Und deine Nachbarin steht wieder vor der Tür. Aber sie hat zwei Leute mitgebracht. Vielleicht zwei Nachbarinnen oder Verwandte, irgendjemand. Und sie sagt, du, ich war gestern so begeistert von dem Gespräch, ich habe gleich rumtelefoniert und hier habe ich meine Freundin und die wollen das auch hören, was du gesagt hast. Die haben da auch Interesse dran. Und du lädst sie ein und machst eine Bibelstunde bei dir zu Hause am Tisch und erklärst ihnen die Glaubensgrundlagen und tatsächlich, sie bekehren sich auch. Haben einen Haufen Fragen und du antwortest so gut es eben geht und mit der Gnade des Herrn ist es richtig super. Irgendwann nachmittags schickst du sie dann weg, nach Hause. Am nächsten Tag, du wirst es kaum raten, klingelt's, während du am Frühstückstisch sitzt, an deiner Haustür. Es stehen 10 Leute davor. Nämlich Menschen, die ein brennendes Verlangen haben, mehr von Gott zu hören. Und die sagen, hier, du hast das so gut erklärt und meine Freundin oder meine Frau oder was weiß ich, meine Verwandte haben uns davon erzählt und kannst du uns davon auch was berichten? Und du merkst, dass du ihnen was weitergeben kannst. Du sagst ihnen das Evangelium, du erklärst ihnen die Glaubensgrundlagen und sie sind vollends begeistert. Und dann fangen sie an, Bibel zu lesen und entdecken, dass der Herr Menschen heilt, dass der Herr Menschen befreit. Und sie sagen, hey, wie ist das, wie funktioniert das? Dann sagst du, komm, ich zeige euch das und du betest für die Kranken und tatsächlich, Heilung ist da. Befreiung ist da. Und innerhalb kürzester Zeit breitet sich das aus in dieser Nachbarschaft, in diesem Freundeskreis. Und ohne dass du dich versiehst, hast du plötzlich 100, 200 Leute, vielleicht sogar noch mehr, die du betreust. Die sich an dich hängen, weil sie wissen, dass du Worte des ewigen Lebens weitergeben kannst. Worte Gottes, wo der Heilige Geist dich gebraucht, um zu diesen Menschen zu strömen. Und sie wollen das haben. Du bringst sie in die Gemeinde, aber die wollen mehr haben. Sie wollen von dir wirklich betreut werden. Sie wollen von dir hören. Und irgendwann landest du dann in der Stadthalle, wo du deine Bibelstunden abhältst. Und das passiert nicht nur dir so, sondern vielen Leuten in deiner Gemeinde so, vielen Leuten in deiner Stadt so, vielen Leuten in deinem Umfeld so. Und überall im ganzen Land brechen Tausende von solchen Kreisen und Gebetsstunden und Bibelstunden auf. Nicht trocken und irgendwie in einem Programm drin, sondern ganz lebendig, so richtig
live aus dem Natürlichen herausgeboren, wo die Leute sagen, ich habe eine Frage und erklär's mir. Und wo sich das in so einem Gespräch einfach ergibt. Und der Herr will, dass du fit bist, damit er dich in dieser Art und Weise gebrauchen kann. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns jetzt vorbereiten. Und weißt du, was das Wichtigste und Beste ist, wie man sich vorbereiten kann? Indem wir lernen, uns vom Herrn leiten zu lassen, seine Stimme zu hören, damit wir wirklich wissen, was wir den Menschen weitergeben können, wie wir beten sollen, was einfach der Herr diesen Menschen geben möchte. Nicht angelernt, nicht kompliziert, nicht irgendwie auswendig sich beigebracht und dann so stumpf weitergegeben. Nein, ganz lebendig. Der Geist will durch dich fließen. Und dazu musst du wissen, wie er mit dir spricht, wie er mit dir kommuniziert, damit du wirklich ein brauchbares Werkzeug in seiner Hand bist. Ich glaube, dass der Herr wirklich dich noch gebrauchen wird in einer ganz anderen Art, als du es bis jetzt überhaupt dir ausmalen kannst. Weil Millionen und Millionen von Menschen in unserem Land werden sich Jesus zuwenden. Und es muss Menschen geben, die diese Leute betreuen, leiten, führen, lehren und sie schulen, damit sie in wahre Jüngerschaft hineinkommen. Und ich bin sicher, dazu will der Herr auch dich gebrauchen. In dem Sinne, Gott hat mehr für dich.